Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute ist die Rosanna bei mir und sie macht Handtaschenchecks. Also bei mir heute keine Handtasche, sondern die Business-Tasche von mir. Und sie hat gerade reingeguckt und Erstaunliches festgestellt. Das möchte ich euch heute mit diesem Video zeigen. Schön, dass ich mal in eine Männerhandtasche heute schauen darf. Normalerweise schaue ich ja immer nur bei den Frauen rein. Ich muss aber auch dazu sagen, das liegt daran, die meisten Männer haben gar keine Handtasche. Die finden es nämlich total affig und blöd. Und ich muss aber sagen, ich finde das super cool. Denn diese langweiligen Aktentaschen, die braucht kein Mann. Und ich sehe schon, du hast eine ganz schöne Tasche. Ja. Aber dürfen wir da auch mal reinschauen? Du schon. Aber wir wollen nicht nur reinschauen, wir wollen auch rausholen. Ja, bitte. Ja, soll ich machen? Ich übergebe sie dir. Du lässt mich sogar reingreifen? Ja. Okay. Du bist ja die Fachfrau. Okay, also von außen sehen wir natürlich schon mal hier, ne, Luxusschlampe. Also Markus hat natürlich ein Faible für Marken. Jetzt schauen wir mal, was hier vorne ist. Was ist das denn? Naturgesunde Nahrung, naturgerechte Entsorgung. Ach so, so Hundetütchen. Genau. Okay. Zahnseide für den Hund. Nicht für mich. Was ist das? USB-Stick. USB-Stick, Kabelsalat. So, und das ist eine Bonuskarte für eine Arztpraxis. Genau. Okay. Die Zähnchen. Okay, noch mehr USB-Sticks, noch mehr USB-Sticks. Okay, du hast eine Sammelleidenschaft für USB-Sticks. Also, hier auch natürlich, ton sur ton, ne? Also, es muss ja alles passend sein. Unterlagen, oh, Monaco Deluxe Magazin. Dann haben wir noch Marketing für die Gastronomie, dein Buch. Ja, mein Ratgeber. Du bist auch Autor? Ja, ein Ratgeber. Okay, dann hier noch irgendwelche Business-Konzepte. Brillen-Etui. Geldbörse, klar, auch im gleichen Look and Feel. Da sehe ich schon so einen kleinen Perfektionisten in dir. Ne? Schlüssel, auch mit einem USB-Stick dran. Ein Duft. Jetzt muss ich mal riechen. Lecker frisch. Schönes Sommer. Ja. Visitenkarten in Döschen. Ah, Brieftasche. Auch im gleichen Look and Feel. Tablettchen. So. Nochmal Tablettchen. Okay, ich sehe schon. Du bist ein Fashion Victim. Oh, ja. Das ist aber ganz schick hier. Ja, wenn es warm wird. Ja, also du denkst ja echt an alles. Autoschlüssel, natürlich auch edler Schlüssel. Kugelschreiber, alle schön einsortiert, wo sie hin sollen in ihr Fach. Akku? Nee, eine Selfie-Cam. Eine Selfie-Cam? Ja, als YouTuber hat man immer eine Kamera dabei. Ah. Man weiß nie, wen man trifft und was man macht, ja, um sein Leben sofort in einem Vlog festzuhalten. Und kann man das nicht auch mit einem normalen iPhone machen? Nee, weißt du warum? Das kann man so toll aufklappen. Ja. Und dann kann man sich von der Seite so filmen. Mhm. Und hat so einen Weitwinkel. Ja. Und siehst du? Ja, super. Und tolles Mikro. Ja. Toll. Und das geht dann viel einfacher als mit dem iPhone. Klasse. So, und hier noch. So. Was ist das? Noch mehr USB-Sticks? Nächsten Schlüssel. Okay. Okay, noch mehr Tabletten. Erste Hilfe für unterwegs. Mhm. ADAC, alles klar. Kondome, muss auch sein. Der moderne Mann von heute hat die alle in der Tasche. So, also was ich sehe, ist natürlich, du bist der Superperfektionist. Also man kann natürlich schon mal erkennen, dass bei dir alles ziemlich gleich, straight, eckig ist. Das sind so die Menschen, die da auch sehr fokussiert sind und sehr strategisch vorgehen. Und du bist natürlich gerne für alles gerüstet. Ne? Also ich meine, Parfum, Hundebeutelchen, 1000 USB-Sticks. Also bei dir ist auch so ein bisschen das Thema mit dem Perfektionismus. Wenn du dann nicht das Richtige dabei hast, ärgerst du dich wahrscheinlich. Ne? Das ist so ein bisschen dein Thema. Du möchtest halt immer wirklich... Ja, genau, der Selbstmord, der Alleskönner. Also bei den Frauen wäre das jetzt die Tiger Woman und ich sag, Markus ist der Tiger Man.
Rosanna, schön, dass du bei mir warst. Ich fand es sehr, sehr spannend. Du machst das ja, glaube ich, auch mit auf Events und so kann man dich buchen. Ja, man kann mich buchen. Man kann auch bei mir eine Skype, wie nennt man das nochmal, Therapie buchen. Das verlinken wir unten in die Infobox. Da könnt ihr mal nachgucken und mehr von dir erfahren. Genau. Ich mache das für Geburtstage, Junggesellenabschiede und auch für Firmen-Events. Und man kann mich entweder online auf Facebook oder auch offline in München auf den schönen Events. Euch hat das Video gefallen, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und ihr wollt das nächste Video von Monaco Deluxe nicht verpassen, dann hier draufklicken. Dann bekommt ihr die Info und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.